Ein Problem, das mit Lumina hin und wieder auftaucht, ist, dass die Verknüpfungen zu den Bildern in Lumina im Katalog verloren gehen und dass dann so ein kleines Warndreieck angezeigt wird und man auf das Originalbild über Lumina nicht mehr zugreifen kann. Und wie du das beheben kannst, das möchte ich in diesem Video mal zeigen. Also es geht darum, verlorene Bilder neu zu verknüpfen. Und dieses Neuverknüpfen, das kann eben notwendig sein in bestimmten Situationen. Das ist gar kein Fehler in Lumina, sondern tatsächlich kann es sein, dass zum Beispiel, wenn ich Bilder auf der Festplatte von einem Verzeichnis ins andere verschiebe, dann gehen die Verknüpfungen verloren, wenn ich das nicht in Lumina mache. Es kann sein, dass ich die Bilder auf eine externe Platte auslagere und dabei die Verknüpfung verloren geht. Und das ist jetzt tatsächlich bei mir passiert, bei manchen Betriebssystem-Updates, bei größeren, und das ist offenbar schon unter Windows vorgekommen, aber jetzt bei mir auch auf dem Mac, dass dann die Verknüpfungen verloren gehen, obwohl die Bilder immer noch an der gleichen Stelle auf der Festplatte liegen. Ich habe jetzt auf dem Mac gerade das große Betriebssystem-Update gemacht auf iOS, heißt das so? OS Big Sur, genau. Heißt es, das ist das aktuellste Betriebssystem von Apple auf dem Mac. Das habe ich eine ganze Weile vor mir hergeschoben, weil ich abwarten wollte, bis die größten Bugs behoben sind. Und jetzt habe ich gesagt, okay, mache ich das mal. Und habe dann Lumina aufgerufen. Wie gesagt, an meinen Bildern auf der Festplatte hatte sich nichts verändert. Und trotzdem sah es so aus, wie du es vielleicht auch schon mal gesehen hast bei dir, dass da diese kleinen Ausrufezeichen an den Bildern sind. Und was man dann macht, das zeige ich jetzt mal bei mir auf dem Bildschirm. Ich schalte mal um zu Lumina und dann gucken wir mal, wie das im Moment gerade bei mir aussieht. Das hier ist Lumina AI und ich habe hier rechts verschiedene Verzeichnisse, Ordner, wo man auch schon sieht, dass hier ein Warndreieck dran ist, das mir zeigt, dass die Bilder nicht da sind. Wenn ich jetzt hier auf dieses Verzeichnis Ebersberg gehe, ich klicke da mal drauf, dann sehe ich, dass hier das Bild auch diese kleinen Ausrufezeichen hat. Jedes Bild hat dieses Ausrufezeichen. Und bei dem Verzeichnis Hamburg, hier oben drüber, da sehe ich, die Bilder sind da. Ich sehe hier auch dieses Symbol dafür, dass da eine Bearbeitung stattgefunden hat. Die ist auch aufrufbar jetzt in Lumina AI, weil dieses Verzeichnis, das habe ich schon neu verknüpft. Und die Lösung dazu ist relativ einfach. Ich gehe jetzt hier auf dieses Verzeichnis Ebersberg, wo die Bilder eben nicht mehr verknüpft sind und klicke mit der rechten Maustaste auf das Verzeichnis und kann hier auswählen Ordner suchen. Also wenn ich der Meinung bin, die Bilder sind ja da, ich muss Lumina nur zeigen, wo sie jetzt liegen, kann ich diese Funktion verwenden. Oder wenn ich sage, ja, die habe ich tatsächlich entfernt, gelöscht, woanders gespeichert, ich will die auch in Lumina gar nicht mehr haben, dann kann ich dieses Verzeichnis auch aus dem Katalog entfernen mit dem unteren Eintrag. Also das wäre hier die Auswahlmöglichkeit. Ich gehe jetzt auf Ordner suchen und bekomme jetzt meinen Finder angezeigt, kann also die Verzeichnisse aussuchen und gehe hier mal auf mein Verzeichnis Lumina Demo. Da weiß ich nämlich, dass die Bilder da drin liegen und habe hier den Ordner Ebersberg, genau um den geht's ja. Und den würde ich jetzt hier mal einfügen. So, und da kann ich jetzt sagen Ordner wählen und krieg nochmal eine Warnmeldung von Lumina, die mir sagt, ob das jetzt auch wirklich der richtige Ordner ist oder ob ich mir das nochmal anders überlegen möchte. Und dann kann ich hier auf Ordner suchen klicken zur Bestätigung. Das ist leider wieder mal so ein Übersetzungsthema. In dem Fall ist es die Bestätigung dafür, dass ich wirklich der Meinung bin, dass das der richtige Ordner ist und dass der neu zugeordnet werden soll. Da klicke ich jetzt mal drauf. Wir schauen mal, was passiert. Und das geht jetzt relativ fix. Man hat gesehen, Lumina hat kurz gezuckt, hat das Verzeichnis eingelesen und jetzt sind die Dreiecke verschwunden. Und die Bilder sind alle wieder komplett verknüpft. Ich kann hier mal durchscrollen. Man sieht, ich habe hier keine Bearbeitungen. Die sind jetzt aber auch nicht verloren gegangen, sondern tatsächlich waren hier gar keine Bilder in dem Verzeichnis vorher bearbeitet. Deshalb sehe ich keine anderen Symbole jetzt an den Bildern. Aber die Bilder sind ganz normal eingebunden. Ich kann hier draufklicken und meine Frühlingsbilder
bearbeiten, wenn ich das möchte. Genau so müsste ich jetzt vorgehen mit den anderen Ordnern. Es gibt leider keinen schnelleren Weg. Ich muss tatsächlich jetzt jeden Ordner hier anklicken und ihn auf der Festplatte wieder aussuchen und zuweisen. Danach kann ich dann mit meinen Bildern ganz normal weiterarbeiten. Das war einfach mal ein kurzer Tipp, wie ich Bilder neu verknüpfen kann, wenn die Verknüpfung verloren gegangen ist in Lumina. Wie gesagt, es kann sein, dass ich Bilder verschoben habe oder auch durch Betriebssystem-Updates unter Windows oder unter Mac verändern sich manchmal offensichtlich die technischen Pfadbezeichnungen. Das kann ich als User gar nicht sehen. Da kommt es dann eben trotzdem zu dieser Fehlermeldung und ich muss es dann nochmal neu zuweisen. Also ich hoffe, dieser Tipp hilft dir und du kannst damit, wenn dieses Problem bei dir auftritt, es dann entsprechend auch lösen. Wenn du mehr Informationen möchtest zur Arbeit mit Lumina, wenn du das gerne von der Pike auf lernen möchtest, alle Funktionen im Detail kennenlernen, dann kann ich dir meinen Videokurs ans Herz legen, Lumina AI, der Videokurs. Den kannst du auf meiner Webseite Lumina Lernen bestellen und kannst dann alle Lektionen durcharbeiten, von der Pike auf Lumina Lernen, von den Grundlagen bis zu den fortgeschrittenen Funktionen. Viele Teilnehmer haben das schon gemacht und die Rückmeldungen sind sehr gut. Also schau es dir gerne an.